Ja, Weihnachten naht mit riesen Schritten. Es ist jetzt noch eine gute Woche hin. Jetzt ist noch Zeit, etwas zu bestellen, damit Sie nicht in den Weihnachtsstrudel in die Stadt müssen. Hier kann man sich nämlich ganz einfach mit Geschenken eindecken. Wir haben heute eine Sendung für Sie zusammengestellt. Ralf hat die Geschenke ausgesucht mit Geschenken für unter 50 Euro. Also genau die richtige Größe, würde ich mal sagen. Wir haben tolle, tolle Sachen für Sie hier verpackt. Und Diana sucht uns jetzt mal aus unserem Geschenkeberg das erste raus, was Ralf uns gesucht hat. Und ich bin mir sicher, Sie haben auch irgendwo Limits gesetzt. Und deshalb unter 50 Euro alles, was Sie in dieser Sendung sehen. Und beim ersten weiß ich zum Beispiel so Menschen wie Diana, aber auch ich, bei denen ist das ein Volltreffer. Diana, du bekommst es auch gleich zurück und darfst es ausprobieren. Aber ich zeige Ihnen erst, was es ist. Ja. Es ist ein Massagegürtel oder ein Nackenmassagegerät. Und du weißt, wie man das ansetzt. Aber lass es mal kurz noch auf dem Schoß, bevor du dich verwöhnen lässt. Stecker in die Steckdose, das geht übrigens auch im Auto, da ist auch ein 12-Volt-Anschluss dran. Und jetzt können Sie sich massieren lassen, die vier Kugelköpfe, die hier drin sind. Massieren Oberschenkel, Nacken, Schulterbereich. Und die Stärke wird eingestellt durch Ihre Arme. Ja. Und da sehen Sie jetzt was ganz Wichtiges bei Diana. Ich hoffe, Sie können sehen, dass es rot ist. Infrarot, Tiefenwärme, da sieht man es ganz deutlich. Oh. Jederzeit zuschaltbar, die Drehrichtung variiert, Sie können es manuell einstellen, in welche Richtung, aber ab und zu wechselt es auch automatisch, sodass man auch eine gewisse Abwechslung hat. Und jetzt setz es doch einfach mal über deine Schultern, wenn du möchtest. Gerne. Und jetzt schauen Sie mal, einfach mit den Armen in diese Schlaufen und damit können Sie die Intensität einstellen. Also der eine mag es ein bisschen schwächer, der andere ein bisschen stärker. Das ist auf alle Fälle angenehm. Und es ist durch diese Infrarotwärme, die man separat zuschalten kann, immer so, als würde man mit warmem Öl, mit Massageöl massiert. Aber dieses wird nie kalt, die Wärme bleibt. Und jetzt natürlich Schultern, Nacken, Massagegerät. Aber das kann man auch gerne mal am Oberschenkel oder überall, wo es einem so eine Massage gut tut, ansetzen. Und sowas ist Gold wert. Und wir haben hier sogar heute einen Preis. Joker. Das müssen wir sagen, hier mit 34,99 Euro. Der Wahnsinn. Ingo, auch für deine Frau, das wäre, glaub mir, ein Volltreffer. Ich gucke da schon die ganze Zeit hin. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Durch die Wärme, die da eben noch dabei ist und diese angenehme Massage. Das ist ja wirklich so, als wenn man so mit den Daumen und Öl da so richtig reingeht damit. Und man kann den Druck variieren, je nachdem, wie doll man hier die Arme in diese Schlaufen reinlegt. Ich finde das genial. Auch schön nochmal den Zusatz. Wir haben nicht nur den Stecker, also zu Hause einfach in die Steckdose, sondern auch einen 12-Volt-Stecker, den man genauso anstecken kann. Jetzt natürlich nicht während der Fahrt, sondern für den Beifahrer. Bei langen Autofahrten kann der sich einfach mal entspannen, ein bisschen zurücklehnen und massieren lassen. Ja, und jetzt bist du schon am unteren Rücken oder am oberen Rücken. Ja, aber das geht genauso natürlich für Schulter oder für Nacken, Oberschenkel. Und da sehen Sie die Bedienelemente nochmal, die sind eigentlich selbsterklärend. Und wichtig auch für mich jetzt, wie das ist ein elektrisches Gerät und wir wissen, wie teuer Strom geworden ist. Mit 24 Watt Maximalbelastung brauchen wir das hier gar nicht groß zu erwähnen. Also der Stromverbrauch spielt hier eigentlich keine Rolle. Hier sehen wir auch mal die Wadenmuskulatur. Ja, da legt man sie einfach drauf. Oder auch die Oberschenkelmuskulatur. Auch am Po mit Sicherheit etwas, was gut tut, auch wenn man nicht so viele Muskeln am Po hat. Das tut auch gut. Also im Prinzip Ganzkörper. So natürlich, lehnst dich zurück, schaust ein bisschen Fernsehen und lässt dich massieren. Wie fühlt sich das an, Diana? Das fühlt man sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ich habe dieses Massagegerät zu Hause. Ich habe sogar meinem Vater das geschenkt, weil er macht auch viel Sport, er spielt Fußball. Und er hat mir gefragt, Diana, ich brauche ein Massagegerät, das kann wirklich für ganze Körper funktionieren. Ich muss sagen, das funktioniert so gut, dass es immer, Sie können diese Intensivität, intensiver oder weniger intensiver machen, wie Sie möchten. Das ist wirklich genial. Machst du das lieber stärker oder bist stärker, du lieber das Softie? Du machst lieber stärker. Ja. Und das ist ja eigentlich, wenn du zum Masseur gehst. Erstens mal, also Massagen live bei einem Masseur sind durch nichts zu ersetzen. Aber man muss ja meistens lange drauf warten und dann hat es kaum angefangen, ist das Gefühl schon wieder fertig. Mhm. Und jeder Masseur hat eigentlich seinen Stil. Ich kann da nicht groß eingreifen, wie ich das gern hätte. Hier kann man Massage haben, so
oft man will, dreimal am Tag, wenn es sein muss, ohne Termin. Und mir geht es bei normalen medizinischen Massagen immer so, dass ich schon am Anfang eigentlich den Gedanken habe, Mist, das ist ja bald wieder vorbei. Ja? Ja. Den Gedanken hast du hier nicht, das ist immer während. Und hier sehen wir es auch mal, warum nicht mit ins Büro nehmen? Und wenn es da eben mal so Verspannungen kommt, dann kann man einfach mal 5 Minuten Massagepause machen. Ich meine sogar, man könnte nebenher am Computer gerade noch ein bisschen weiterarbeiten. Also ich denke, das ist kein Problem, aber eine Wohltat pur. Also für mich die perfekte Geschenkidee, da kann ich wirklich sagen, und das noch zu diesem Preis, der ist unschlagbar. Ja, als Preisjoker heute unser Shiatsu-Massagegerät für Nacken und Schulter mit der Bestellnummer NX3242 und die 569. Wenn Sie Wellness verschenken wollen, Wellness mag jeder. Und diese Massagen sind so angenehm. Durch die Heizwirkung natürlich noch mal angenehmer. Hier für nur 34,99 Euro unser Jokerpreis mit der Bestellnummer NX3242 und der 569. Kinderleicht zu bedienen, das kann jeder. Ob beim Schreibtisch oder auf dem Sofa oder sogar im Auto, dank des Anschlusses hier. Ja, toller Start, Ralf. Was hast du uns denn noch mitgebracht als nächstes? Ja, hol uns mal das nächste Geschenk, bitte. Ja. Jetzt würde ich sagen, das ist etwas für Hundebesitzer ganz speziell, aber auch ja, für Menschen, die einfach mal Licht ins Dunkel bringen wollen. Wir haben hier eine neue Generation von Taschenlampen. Jetzt wird jemand sagen, was ist Taschenlampen? Das ist ja wie das Rad neu erfinden, die gibt es doch schon alle. Hier haben wir eine ganz neue Lichtfeldtechnologie, nennt sich das. Und zwar, wir alle kennen Taschenlampen. Die leuchten einfach mal in einen kleinen Kegel vor mich. So, hier mache ich das an und habe ein 180 Grad Lichtfeld in einer unglaublichen Leuchtstärke hier von 600 Lumen. Und das macht die Nacht zum Tag. Und zwar von links bis ganz nach rechts. 2 verschiedene Leuchtstärken können wir einstellen, ein bisschen schwächer oder eben wie gerade eben ein bisschen stärker. Und wenn Sie sowas mal, also ich hoffe, das kommt im Studio rüber, was wir hier für eine Leuchtkraft haben und was für ein wirklich großes, großes Lichtfeld von 180 Grad. Wenn Sie damit im Dunkeln unterwegs sind, wird eben nicht nur der kleine Kegel vorne hell, sondern ein ganz großes Feld. Und das ist enorm. Das ist eine Technologie, die mich sofort begeistert hat. Ich habe vorher eine solche Taschenlampe noch nicht gesehen. Ist auch, wenn man mal gucken will, auf der Terrasse, ich habe Geräusche gehört. Ja? Ja. Dann kennst du das mit der Taschenlampe. Du hast immer so einen halben Meter, den du ausleuchten kannst, maximal. Hiermit kannst du das komplette Feld ausleuchten. Und ich glaube, wir sehen es am Boden. Ja? Also jetzt mit einer normalen Taschenlampe hätte ich hier einen kleinen Punkt. Hier habe ich ein Lichtfeld von links nach rechts, wie gesagt 180 Grad. Und für mich ist das die neueste und auch, das kann ich wirklich behaupten, beste Generation der Taschenlampen. Ob du mit dem Hund Gassi gehst, ob du mal einfach im Garten nachts nachschauen willst, was los ist, oder ob du oftmals alleine vielleicht abends unterwegs bist und ein bisschen mehr Licht möchtest, ja. Da ist das hier perfekt. Also auch eine tolle Geschenkidee. Also halbe 50 Euro hier, fast 26,59 Euro. Ich kann mir das super eben vorstellen, auch für Hundebesitzer. Meine Mutter hat so einen kleinen Pudel, der ist ungefähr so groß und dunkelbraun. Wenn der nachts abhaut, und wir haben schon immer eine Taschenlampe dabei, dann müssen wir mal suchen, wo ist er denn, Der hört natürlich auch nur jedes zweite Mal oder was er hören will. Hier kann man mal, schauen Sie mal, gerade mit dem Hund so eine ganze Fläche ausleuchten. Da kann der Hund nicht abhauen und man sieht vor allem auch, wo hat der jetzt sein Geschäft gemacht, das muss man ja auch wegräumen. Taschenlampen kann man sowieso immer brauchen, sind sehr, sehr wichtig, gerade im Dunkeln, wenn mal kein Licht zur Verfügung steht hier. Unsere LED-Taschenlampe mit 180 Grad Lichtfeldtechnologie hat die Bestellnummer ZX8079 und die 569. Wieder ein tolles Geschenk. Und denken Sie dran, jetzt ist die Zeit, wo Sie noch bestellen können und nicht in die Stadt müssen. Und wir haben den Test mal gemacht mit einer herkömmlichen Taschenlampe. Also es ist ein Unterschied, die sagt man so schön, wie Tag und Nacht. Das kann man hier wirklich behaupten. Es ist eine neue Technologie durch dieses unglaublich große 360 Grad Lichtfeld. Also eine Taschenlampe, die wäre hier zu Ende. Das wäre schon hell genug. Aber hiermit habe ich das komplette Spektrum, was vor mir liegt, komplett erleuchtet. Und ich muss nicht mit einem Punkt zum Beispiel meinen schwarzen Hund suchen, sondern ich kann das ganze Umfeld damit beleuchten. Und das nochmal unglaublich leistungsstark mit 600 Lumen. Also das kann wirklich jeder brauchen. Die ist auch so leicht gummiert eingepackt. Das heißt, die ist spritzwassergeschützt hier. Mit der Bestellnummer ZX8079569 kann die in wenigen Tagen bei Ihnen sein und dann rechtzeitig
unter dem Weihnachtsbaum liegen. Ein weiteres tolles Geschenk, Ralf, was wirklich jeder brauchen kann, wo sich auch jeder drüber freut, glaube ich. Auch wenn man schon eine herkömmliche Taschenlampe hat. Die hier ist besonders, weil die halt diesen riesengroßen Lichtkegel hat. Wo das auch noch sehr beliebt sein wird bei Anglern. Ja, ja, die gehen ja immer mitten in der Nacht zum Angeln und dann hast du wirklich komplett alles beleuchtet. Ja, jeder, der im Dunkeln unterwegs ist, braucht so eine Taschenlampe. Wir machen weiter mit dem nächsten Geschenk und ich sehe hier, was es ist, Ralf. Das ist ja was für dich und mich, ne? Ja, also für viele in unserer Generation, ja, weil vielleicht sind sie auch noch im Kassettenalter groß geworden und haben noch alte Kassetten, die sie gerne mal wieder hören möchten oder auch digitalisieren möchten. Und genau das haben wir. Und wenn Diana uns jetzt das Paket auspackt, werden Sie sehen, es sieht eigentlich aus wie ein Kassettenabspielgerät der 70er Jahre. Es fasst sich auch so an, diese Knöpfe allein schon zu drücken, ist so ein tolles Gefühl. Schauen Sie sich den mal an. Der sieht einfach klasse aus und der kann Kassetten abspielen. Das ist schon die halbe Sensation, aber er kann noch viel mehr. Der kann wirklich viel mehr. Also abspielen, ganz klar, das sehen Sie auch hier. Ich kann ihn per Netzkabel betreiben, aber ich kann ihn auch mit Batteriebetrieb mitnehmen. Da ist auch noch so ein Henkel, da kann ich ihn tragen. Lautsprecher ist auch drin. Jetzt habe ich hier mal, ich hoffe, die funktioniert noch. Ich weiß nicht, wo die her ist, wem die gehört. Eine Weihnachtskassette. Ja, die ist mit Sicherheit auch schon lange nicht mehr angehört worden. Und die hören wir uns jetzt einfach mal an. So, also da sind wir noch beim Kassettenabspielgerät, wie wir es aus den 70er kennen. Aber wenn wir jetzt mal genau hinschauen, sehen wir hier eine Leiste, die gab es in den 70er Jahren noch nicht. Da hat auch niemand davon geträumt, dass es die geben könnte. Wir sehen hier einen USB-Steckplatz. Das ist also einerseits ein MP3-Player, aber andererseits ein ganz einfacher Digitalisierer. Hier mache ich einen USB-Stick rein, so wie ich es jetzt mache, spiele meine Kassette ab. Und wenn ich jetzt hier auf Record drücke, dann sehen wir hier einen kleinen roten Punkt. Und genau in diesem Moment, da sehen Sie ihn, jetzt wird das, was auf der Kassette drauf ist, digitalisiert. Jetzt muss das nicht unbedingt eine Weihnachtskassette sein, die Sie haben. Es gibt Mixtapes und es gibt wirklich, ich glaube, das haben wir jetzt gezeigt und ich mache es nochmal aus. Ich glaube, es gibt 100 Millionen von Hörspielkassetten aus vielen Generationen. Ich weiß, meine Enkelin hört jetzt noch Kassetten, die damals meine Schwester als Kind gehört hat. Die wurden so über Generationen, kamen immer wieder ein paar dazu. Das ist ein Koffer voll. Ja? Und ich weiß nicht, bei deiner Jugend gab es das auch. Wir sind ja ungefähr gleich alt. Ja? Die Mädels haben Bibi Blocksberg gehört. Und ich habe immer Old Shatterhand und Winnetou. Oh ja, die Walt Disney-Sachen waren auch richtig toll. Sie viel Karl May, habe ich gehört. Karl May, ja, gab es viele, viele. Ja, dann gab es, ich weiß, einige haben das auch mit Raumschiff-Serien gemacht. Gab es das bei euch auch? Ja, Märchen gehört. Märchenkassetten. Also, hast du die und diese Kassetten kann ich hiermit auch digitalisieren. Mir hat ein Zuschauer übrigens mal über dieses Gerät geschrieben, dass er es nicht mehr missen möchte. Er hat, und das hat mir wirklich aus dem Herzen gesprochen, eine Regalwand voll mit Elvis Presley-Kassetten. Ja? Und das hat er digitalisiert und hat gesagt, er ist zu 100% zufrieden mit diesem Gerät, weil es so einwandfrei und einfach ist zu digitalisieren. Und es ist auch die Möglichkeit, endlich mal wieder Kassetten anzuhören. Weil wenn du bedenkst, wo kriegst du heute noch Kassettenabspielgeräte? Ja, ganz genau. Das ist oftmals so Kinderspielzeug. Die klingen, ich sage jetzt mal, nicht so ganz optimal. Ja, ja. Hier kannst du eben diese digitalisieren. Du kannst sie dann auch überall hin mitnehmen. Du kannst sie dann auf dein Handy spielen, im Auto hören, deinen Verwandten schicken. Also eine ganz tolle Sache. Wir haben früher auch viele Mixtapes gemacht natürlich, um jetzt unsere potenzielle Freundin zu beeindrucken. Da hat man ja immer so ganz spezielle Mixe gemacht früher. Die kann man jetzt auch mal wieder hören und digitalisieren. Die Bestellnummer ist die ZX1817 und die 569. Ein tolles Produkt hier. Und auch das kostet unter 50 Euro. Ein mobiler Kassettenabspieler und Digitalisierer. Wir haben hier was neben mir, da bin ich schon ganz heiß drauf. Ich habe den vorhin mal reingehört, der klingt richtig glatt. Das ist ein Soundbar. Und vor allem unter 50 Euro. Eine 120 Watt Musikspitzenleistung bietende Soundbar, die erstmal optisch ein absolutes Highlight ist. Du musst eigentlich nur andrücken. Ich habe da auch ein paar Weihnachtslieder per USB-Stick reingemacht, weil es ist auch ein MP3-Player und einen Bluetooth-Lautsprecher, also auch per Bluetooth verbinden. Aber das Wichtigste ist natürlich bei Soundbars, dass wir hier ganz einfach, du kannst mit der
Fernbedienung auf Power drücken, dann funktioniert's. Jawohl, jetzt haben wir's. So, bei Fernsehern heutzutage, die sind super scharf, super groß, aber schauen Sie mal, ob Sie Lautsprecher sehen. Nein, die sind nämlich nach hinten, nach unten oder zur Seite eingebaut und da geht viel Klangvolumen verloren. Und dieses Klangvolumen holen Sie mit einer Soundbar zurück. Und diese Soundbar mit 120 Watt Musikspitzenleistung für 49,95, das ist jetzt die Möglichkeit, auch vielleicht mal den Zweitfernseher im Schlafzimmer damit auszustatten oder wenn man eben gute Freunde hat, wo man weiß, die haben noch keine Soundbar, die damit zu bestücken. Und ich muss ehrlich sagen, ich wollte nie mehr ohne Soundbar Fernsehen schauen. Weil jetzt kommen ja die ganzen Blockbuster, Weihnachtsfilme, egal was Sie für einen Lieblingsfilm haben, aber wenn wir gerade davon sprechen, hast du einen Lieblingsweihnachtsfilm? Also Kevin allein. Kevin allein zu Hause, okay? Und du? Ich habe schöne Bescherung mit Chevy Chase und okay, natürlich Sissi. Bei mir ist es der kleine Lord. Aber egal, die laufen jetzt alle wieder und noch ganz andere Blockbuster dazu. Aber da kommt das Gefühl und der Ton erst richtig raus. Das Sounddesign spielt heutzutage bei modernen Filmen eine noch größere Rolle, weil viele Filmemacher eben entdeckt haben, dass der Ton der halbe Film ist. Also Steven Spielberg hat schon mal zitiert oder hat schon mal gesagt, dass ein großer Prozentsatz der Qualität eines Filmes am Sounddesign liegt. Aber dieses Sounddesign nützt nichts, wenn ich nicht die Lautsprecher dazu habe. Und mit dieser Soundbar, die ganz einfach anzuschließen ist, haben Sie dieses hundertprozentige Sounderlebnis wieder. Sie erinnern sich an die 70er Jahre, an die Röhrenfernseher, das ist noch gar nicht so lange her, 90er Jahre noch. Brauchen wir nicht mehr drüber reden, über die Bildqualitäten, über Ähnliches, aber da waren links und rechts noch Hi-Fi-Türme eingebaut. Schauen Sie jetzt Ihren Fernseher an, der ist super scharf, aber gucken Sie mal, links, rechts, oben, unten, ist da irgendwo ein Hi-Fi-Turm eingebaut? Nein. Und dieses Defizit können Sie mit dieser Soundbar ausgleichen. Und wir schauen mal auf Pearl.de, was sie normalerweise kostet. Da sparen Sie nämlich heute auch noch bei uns. Bei Pearl.de kostet sie 80 Euro für die Online- und Katalogkunden. Bei uns heute in unserer Geschenkesendung, wir haben es wahr gemacht, unter 50 Euro hier. Ich kenne das auch von Filmen, die hat man früher im Kino gesehen und dachte, oh, wie toll sind die. Und dann laufen die heute im Fernsehen und man denkt, ich weiß gar nicht, was mich da so begeistert hat. Es ist der Klang, weil Fernseher haben diesen Klang nicht mehr. Ich habe mir eine Soundbar zu Hause gekauft. Hier für meine Dassler-Wohnung habe ich keine. Das ist immer eine herbe Enttäuschung, wenn ich hier nach Dassel komme. Also mir ging es so, als ich meinen Fernseher im Schlafzimmer installiert habe. Ich habe den aufgebaut, Bild war sofort und dann denke ich, der scheppert so. Ist der kaputt? Nee, weil ich bin eine Soundbar gewohnt. Ja? Hier können Sie das ganz einfach, dieses Defizit, Klangdefizit jetzt ausmerzen. Ob das ein Zweitfernseher ist oder Ihr Hauptfernseher. Übrigens haben wir hier auch einen optischen Eingang, also Toslink, digitaler Empfang. An einem modernen Fernseher ist das kein Problem, da wird es über Glasfaserkabel übertragen und es bringt eben den Sound wieder zurück. Was ich persönlich gemerkt habe, ist, auch wenn ich Nachrichten anschaue, der plötzlich spricht der Nachrichtensprecher wieder mit mir. Ohne Soundbar habe ich immer das Gefühl gehabt, ich verstehe ihn nicht richtig und vielleicht geht es Ihnen genauso. Und so eine Soundbar, die sich eins zu eins wirklich anpasst, die integriert sich, die legt man einfach unten hin, die ist perfekt. Und es ist ein Bluetooth-Lautsprecher, es ist ein MP3-Player. Sie können hiermit, ich glaube, eine ganze Party beschallen. Aber die Hauptaktion ist natürlich, den Klang des Fernsehers hier wieder optimal auszunutzen. Also nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Fernseher haben keine schlechten Lautsprecher. Aber die sind einfach zu klein und müssen, ich sage jetzt mal, suboptimal platziert werden, sodass Sie gar keine Chance haben, den optimalen Klang nach vorne ins Wohnzimmer zu transportieren. Also die Stereo Soundbar mit Bluetooth, das heißt, Sie können sie auch als Bluetooth-Box benutzen. Mit 120 Watt Spitzenleistung hat die Bestellnummer ZX1788 und die 569. Ich finde es unglaublich, was hier für ein Klang rauskommt. Auch sehr edel die Optik mit dieser Klavierlackoberfläche. Ein tolles Geschenk, weil wenn Sie keinen Soundbar haben und dann die Weihnachtsfilme. Ich weiß, dass Sissi am ersten Weihnachtsfeiertag kommt, wenn Sie das dann plötzlich mit dem ganzen Orchester hören können. Kennst du das Sissi-Trinkspiel?
Nee. Du musst Sissi anschauen und jedes Mal, wenn das Wort Majestät fällt, musst ein du einen Schnaps ein Glas trinken. Einen Schnaps trinken, ja? Nee, hält man nicht durch. Machen Sie es nicht, machen Sie es nicht. So, das war unsere Stereo-Soundbar. Wir machen weiter mit dem nächsten Geschenk. Mhm. Du hast wirklich tolle Sachen rausgesucht hier, Ralf. Also hier bin ich Fan davon, weil wir haben tolle, auch du, Ingo, tolle Aufnahmen damit gemacht. Das ist eine Wildkamera. Ja? Und zwar für alle, die da ein bisschen interessiert sind, was denn so im Garten und im Umfeld, vielleicht auch im naheliegenden Wald passiert, ist diese Kamera perfekt. Sie sehen, die hat auch leichte Tarnfarben. Die bringt man einfach an dem Ort, wo man das mal sehen will, an mit so einem Gurt, einem Baum, einem Pfosten. Die ist wetterfest, kein Problem. Ist batteriebetrieben mit einem Standby-Betrieb bis zu 6 Monaten. Das heißt, man muss hier jetzt nicht also alle 5 Minuten nachschauen. Man kann zum Beispiel mal eine Futterquelle, die man kennt, oder eine Futterstelle überwachen. Ja? Und dann passiert das alles mit Bewegungssensor und wir haben hier auch Infrarot-Nachtsicht. Das heißt, also sobald Sie die aufhängen und scharf machen, wird alles, was sich vor der Kamera abspielt, gefilmt. Ich habe das bei mir zu Hause gemacht. Ich habe es allerdings auf ein Stativ gestellt. Warum? Weil ich wissen wollte, wer mein Vogelhaus täglich plündert. Ich habe komische Geräusche im Garten gehört und ich habe so ein großes Vogelhäuschen. Das war jeden Morgen so, als hätte da irgendjemand mit dem Staubsauger sauber gemacht. Vielleicht sehen wir nachher noch die Aufnahmen, die ich damit gemacht habe. Aber ich möchte Ihnen der Handhabung zeigen. Da ist es. Das ist mein Vogelhäuschen und das ist Cindy. Gleich kommt noch Bert dazu. Und jetzt, wenn ich nachts Geräusche höre, dann freue ich mich. Dann weiß ich, ach, die Waschbären holen sich wieder ein bisschen Vogelfutter. Übrigens habe ich gefragt mal im Internet, was das für eine Vogelart ist. Die Antwort Fellmeise hat mir am besten gefallen. Ja. So, jetzt kann man das einschalten, dann kann man es auch gleich testen vor Ort. Eine Micro-SD-Karte bis 32 GB bitte noch einlegen. Und dann können wir auch Datum einstellen, Uhrzeit einstellen. Und man sieht dann alles auf dem Display. Und die Qualität ist Full HD. Ja? Jetzt sehen Sie, nachts ist es natürlich nicht farbig. Nachts sind alle Katzen grau. Aber diese Grauabstufungen sind so phänomenal. Da kommt Nummer 2. Ja? Und das ist ja jetzt nur bei mir sowas. Wir haben hier draußen gestern einen Hermelin gesehen. Stimmt. Ich habe noch nie einen weißen Hermelin live gesehen gehabt. Ja. Und solche Sachen werden Sie plötzlich mit dieser Wildkamera entdecken. Hier sehen Sie den Referenzbildschirm, der übrigens dann, ich habe ihn jetzt auf Testbetrieb, nur zum Einstellen ist, dann geht er natürlich aus, um nicht Tiere abzuschrecken, aber es wird alles gespeichert auf der SD-Karte. Ich hoffe, Sie sehen das. Hier haben wir Einstellungsmerkmale, hier haben wir den Infrarotsensor, hier den Bewegungssensor und dann alles, was vor die Linse kommt, wird gefilmt. Datum, Uhrzeit, Stempel. Wir sehen auch hier immer den Batteriefüllladestand. Aber wie gesagt, das leuchtet ja nicht permanent, sondern nur bei Auslösung wird aufgenommen. Das heißt, der Bildschirm geht gar nicht an, sondern nur die Infrarotlichter bei Nacht und der Bewegungssensor. Bis zu einem halben Jahr. Und jetzt mal wirklich im eigenen Garten. Ich konnte es nicht erwarten. Ich habe gleich am nächsten Morgen geschaut, was ist drauf. Man kann es hier auch abspielen, die Aufnahmen. Kann sich schon mal das anschauen. Dann natürlich Micro-SD-Karte rausnehmen, in den Computer rein und dann die Bilder genießen. Und ich glaube, da werden so fantastische Bilder entstehen. Das ist eine Geschenkidee für Naturliebhaber, die einfach mal wissen wollen, was nachts so keucht und feucht. Ja, das ist bei mir mit der Kamera aufgenommen. Ach, was? Tagsüber. Das ist ein Eichelhäher. Ein Eichelhäher, ja. Übrigens, ich habe immer gedacht, ich habe vor 2 Jahren kleine Eichelhäher. Vögel, die genauso aussehen, aber wesentlich kleiner. Aber mit einem gebogenen Schnabel, das sind Kernbeißer. Ja? Ich habe immer gedacht, das wäre ein kleiner Eichelhäher. Aber auch bei Tag, schauen Sie diese Aufnahmen, phänomenal. Und das ist nur in deinem Garten. Jetzt stell dir mal vor, irgendwo im Wald, in einer Wiese, wo Wildschweine unterwegs sind, wo Rehe unterwegs sind. Aha. Einfach mal so eine Kamera installieren, ja? Und dann ein paar Wochen später mal die Ergebnisse holen. Phänomenal. Also es macht so viel Spaß, sie einfach mal nachts rauszustellen und dann zu sehen, was hat sich denn da so getan. Wir haben noch Aufnahmen von einem Igel bei Nacht. Also all dieses, Sie glauben gar nicht, was bei Ihnen im Garten nachts so los ist. Damit können Sie es mal festhalten. Bei dir, das glaubt ja kein Mensch, dass du sagst, du hast Waschbären, die in dein Vogelhaus klettern. Das sind doch so einmalige Aufnahmen hier. Die Full-HD-Wildkamera mit Bewegungssensor hat die Bestellnummer ZX7028 und die 569. Das macht einfach Spaß, kostet unter 50 Euro, ist etwas, was mit Sicherheit jedem Spaß macht, auch Leuten, die schon alles haben. So eine Wildkamera ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Natürlich wetterfest, damit wird alles aufgenommen, was sich davor bewegt. Und da bewegt sich auch bei Ihnen mit Sicherheit
eine ganze Menge. Tolles, tolles Geschenk hier wieder. Wir machen weiter mit dem letzten Geschenk, dann ist unsere Zeit vorbei. Aber das hat es noch mal in sich, Ralf. Darf natürlich nicht fehlen. Ich warte immer auf Spielzeug. Ich freue mich immer über Spielzeug. Ja. Da wollte ich in diese Sendung auch ein Spielzeug einbringen. Ein Spielzeug der besonderen Art, was ich auch schon verschenkt habe, was unglaublich gut angekommen ist. Und nicht nur bei jungen Männern. Ich habe zwei Spielzeuge drin. Du darfst es ruhig hergeben. Du bekommst nämlich auch eins. Ja, es ist ein sogenanntes Stunt-Auto. Und Sie sehen, das sieht eigentlich oben, unten, links, rechts gleich aus. Weil es da eigentlich egal ist, wo oben und unten ist. Wir müssen es nur einschalten. So. Und dann die Fernbedienung einschalten. Die verbindet sich, glaub mir, nicht lange auf dem Tisch. Guck mal. Wuff. So, boah. Jetzt gehen wir hier runter und schau mal, was das für wirklich Sachen macht. Man muss nur schauen am Anfang, wo oben und unten ist. Aber guck mal, ich kann mich hier komplett drehen, so wie ich will. Vorwärts, rückwärts. Buff. Ui. Und da kannst du auch mal crashen. Das ist kein Problem. Und du siehst, wir können auch zwei miteinander fahren lassen oder gegeneinander. Und siehst du das, wie die sich im Kreis drehen? Ja, komm, wuff. Ja, da passiert überhaupt nichts. Sie sind so stabil, so robust. Oh, unsere Geschenke. Und Diana ist brutal. So fährt die übrigens auch im Normalfall. Steigen Sie bitte weder bei Ralf noch bei Diana ins Auto ein, wenn Sie jemals die Chance dazu haben. Es macht so unglaublich viel Spaß hier. Auch mal, egal, über Stock und über Stein, ganz, ganz egal, wo Sie wollen. Es ist der... Oh! Kostorf, mich zusammenzufahren hier. Also Sie sehen, und nicht nur wir Männer sind begeistert oder die Jungs. Das ist heutzutage nicht mehr so. Das ist für Mädels genauso interessant wie für uns. Aber hier kann nichts kaputt gehen. Ich kenne Modellautos, die kriechen so ein bisschen und wenn sie irgendwo dagegen fahren, sind sie kaputt. Das hier ist gemacht auf, ich sage es mal, auf Kollisionskurs oder auf Crash-Kids. Oh. Ja? Da kannst du raus, über Stock und über Stein, die Treppen hoch, die Treppen runter, Salti schlagen. All das geht mit Fernbedienung, natürlich hier über 50 Meter Reichweite und der Preis ist für mich fantastisch. Schau mal hin. Ja. 40, 50 Euro wäre jetzt hier so für mich dann gedacht, das super Preis für dieses Stuntauto. Nee, wir sind bei Pearl TV. Sie bekommen es natürlich wesentlich günstiger. Ja, wenn Sie mehrere Kinder haben, die Sie das verschenken wollen, kaufen Sie bitte mehrere davon. Die kann man nämlich zusammensteuern hier. Und dann macht das Ganze noch viel mehr Spaß. Die fahren überall, sind äußerst robust. Und wie gesagt, es sind Stunt-Autos. Da kann man eben auch mal Stunts mitmachen, ohne dass diese Autos kaputt gehen. Es macht einfach einen Heidenspaß. Der hier steht schon wieder bei uns auf dem Tisch. Ja, und je nachdem, wie du lenkst, geht also links oder rechts, also das ist der Wahnsinn. Du kannst auch so Spiralen drehen. Aha. Aber was ich phänomenal finde, ein Hindernis, da prallt der nicht ab, sondern schlägt teilweise einen Salto. Ja? Und wenn man sich das alles anschaut, diese Funktionen hier, Allradantrieb, das ist auch noch ganz wichtig, dass er wirklich über Stock und Stein geht. Und je nachdem, links und rechts, werden dann die Achsen anders gelenkt. Und das ist für mich phänomenal. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt mal runterfahren soll zu Diana. Ich mach's einfach. Wow. So, jetzt können wir wieder ein Rennen fahren. So, wo ist sie denn? Da ist sie. Und... Ah, ich glaube, ich habe gewonnen. Nein, aber es macht so viel Spaß, damit zu fahren. Auch uns alten Eseln. Und ich glaube, tief in uns drin, Ingo, sind wir auch Kinder geblieben, oder? Ja, das macht wirklich jedem Spaß. Auch vielleicht mal nach draußen damit gehen. Ich schieb sie gerade weg. Jetzt komm, ich hab dich, Diana. Ich hab dich voll im Griff. Jetzt hole ich noch mal ein bisschen Anlauf. Und jetzt... Ah, und siehst du, ich drehe mich einfach auf den Kopf. Das ist überhaupt kein Problem. Also, es macht Spaß und das ist mein, ich sage jetzt mal, Lieblingsgeschenk hier. Unter 20 Euro sind wir hier sogar gelandet. Und glauben Sie mir, hier werden Sie nicht nur Kinder damit glücklich machen, da wird der Papa die Fernbedienung auch mal nehmen. Papa und die Mama, alle. Ingo, bei dem Preis von 18,99 Euro sage ich jetzt extra, bestellen Sie zwei. Fahren Sie Rennen gegeneinander über Stock und Stein. Stecken Sie im Garten einen kleinen Parcours ab. Dann geht es auch noch um Geschicklichkeit. Ja? All das ist möglich hier. Also ich bin Fan von diesen kleinen Stunt-Autos. Vor allem auch aufgrund dieses unglaublich günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses. 18,99 Euro pro Stunt-Auto. Ich sage pro Stunt-Auto, dass Sie gleich mehrere davon bestellen können. Die Bestellnummer ist die ZX 8140 und die 569. Damit haben wir hier im Studio schon so viel Spaß gehabt mit diesen Stunt-Autos. Wir können uns das ja immer mal was aus dem Lager holen. Das holen wir uns sehr oft aus dem Lager, weil es einfach Spaß macht. Ja, und im Freien natürlich noch mehr. Ja. Hier bist du ein bisschen begrenzt. Das geht natürlich auch im Wohnzimmer. Da passiert auch nicht viel. Das ist ja kein Gewicht, was da irgendwo dagegen brummelt. Aber richtig Spaß macht es über Stock und Stein. Und durch den Allradantrieb ist auch eine Steigung mal kein Problem. Ja. Wenn es zu steil wird, dann kippt er halt noch
nach hinten runter, ist auch kein Problem. Der fährt trotzdem weiter, weil für ihn gibt es kein vorne, kein hinten, kein oben und kein unten. Der fährt in jeder Situation und Diana hört gar nicht mehr auf. Und wenn Sie jetzt meinen, wir alten Esel wären Spielkinder, Diana wird jetzt noch eine Stunde weiterfahren, mit Sicherheit. Es macht einfach einen heiden Spaß. Man vergisst die Zeit. Und das ist doch viel besser, als vor der Daddelkiste zu sitzen oder Fernsehen zu gucken hier. Unser ferngesteuertes 360-Grad-Stunt-Auto hat die Bestellnummer ZX8140 und die 569. Ralf, du hast uns tolle Geschenke unter 50 Euro gezeigt. Da war mit Sicherheit die eine oder andere Geschenkidee für Sie auch dabei. Ich stehe sehr auf die Stuntbar, auf diese Soundbar. Ich wollte schon sagen Stuntbar. Aber das Auto ist natürlich auch klasse. Also gehen Sie ran ans Telefon. Wir haben teilweise super Sonderpreise für Sie in dieser Sendung gehabt. Also ran ans Telefon und dann viel Spaß.